Hallo Whisky-Freunde, willkommen zurück bei Whisky Notes CS. Es ist wieder Swiss Special. Das heißt, heute gibt es wieder einen Schweizer Whisky. Heute einen doppelt speziellen, und zwar einen Orma. Orma ist eine Brennerei aus dem Kanton Graubünden, die mittlerweile auf dem über 3300 Meter hohen Corvatsch-Gipfel brennt. Eine wunderschöne Anlage. Lässt sich besuchen. Wer da mal in der Nähe ist, sollte das unbedingt machen. Um die Abfüllung, die es heute geht, ein Orma Anniversary Edition. Und zwar war das eine Abfüllung zum 40. Geburtstag von Rinaldo Willi, einem der beiden Gründer von Orma. Eine spezielle Abfüllung, weil sie aus diversen Fässern aus dem Lager besteht. Ja, um einem 40. Geburtstag würdig zu sein. Das hat er definitiv erfüllt. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Wir haben 50% Alkoholstärke, das ist schon mal sehr interessant. Und eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. So eine schöne Mahagoni-Farbe. Richtig schön, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ich bin gespannt, ich hatte den schon länger nicht mehr im Glas. Schauen wir mal, beziehungsweise riechen wir mal, was der Kollege hier auf dem Kasten hat. Ja, eine ganz leichte unterschwellige Peat-Note, ein bisschen Rauch. Dann kommt aber sofort eine Orangen-Biscuit-Süße, so dieser Kuchenboden mit ein bisschen Orangensaft getränkt. Eine schöne, leichte ja, Sherry-Süße. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Sherry-Fässer haben, aber irgendwie schon beim ersten Mal damals habe ich sofort einen leichten Sherry-Einfluss erkannt. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Dann drückt der Orma-Brenncharakter ein wenig durch. Diese schöne Kräuternote und diese Stachelbeere. Dunkle Früchte wie Rosinen. Auch etwas Manuka-Honig ist dabei. Also die Nase ist wirklich schön komplex, voll. Ja, auch ganz leicht dieser ganz feine metallische Rauch, den Orma hat. Ich werde vielleicht mal noch ein Video machen zum rauchigen Orma. Das ist wirklich ein spezieller Kandidat, was das Thema Rauch anbelangt. Hier auch ein bisschen der Alkohol. Ich kann nicht sagen, wie alt der Whisky ist. Noch vor nicht allzu langer Zeit, jetzt ist es gegangen, kam der 10-Jährige raus, also der, denke ich, sind Fässer zwischen 3 bis maximal 10 Jahre drunter. Ja, jetzt auch eine leicht blumige Noten, etwas Veilchen vielleicht. Jetzt aber auch Vanille, angebrannter Zucker und eine schöne Pfeifentabaknote mit etwas Schokolade, vielleicht sogar auch ein bisschen Espresso, Kaffeesatz. Probieren wir einen Schluck. Mhm. Der Kollege schiebt, die 50% sind deutlich spürbar. Richtig schönes, cremiges Mundgefühl. Schöne Beeren, Weintrauben. Wieder etwas Sherry, etwas Holz, auch Eiche. Eine leicht muffige Note. So ein bisschen oldschool, das gefällt mir sehr gut. Auch wieder Honig, dieser Manuka-Honig. Gepaart mit etwas, ja, mit etwas Creme Brûlée. Auch hier wieder die Stachelbeere. Und dieser, wie ich finde, unverkennliche Schwarztee. Diese Earl Grey Note, die Orma irgendwie hinkriegt. Ja. Ja, jetzt auch ein bisschen Traubenzucker. Ja, die Nase ist sehr vielschichtig.
Ja, schon Ecken und Kanten ist nicht ganz so harmonisch, aber es gefällt mir jetzt hier außerordentlich gut, weil man findet immer wieder etwas Neues. Jetzt hier mit der rechten Nasenseite wieder etwas der Rauch, dieser spezielle leicht metallische Rauch. Und dann hier wieder die Süße, dann sticht wieder ja, diese Schokolade, dieser Tabak durch. Der Abgang ist anständig lang, ein bisschen Eiche bleibt zurück, die Süße klebt ein wenig, Speichelfluss ist angeregt. Ja, jetzt beim zweiten Schluck kommt auch immer mehr der Orma Brennerei-Charakter durch, diese schöne Stachelbeere, der Schwarztee und dann sofort wieder die Süße, die Rosinen, der Honig, auch dieses Crème Brûlée. Boah. Der gehört wirklich zu den besten Ormas, zusammen mit dem 10er und der 292er Version. Ja, Hut ab. Da wurden die richtigen Fässer zusammengeleert. Wirklich schön. So wie ich gehört habe, gibt es von dem nur noch ganz wenige Flaschen. Wer eine ergattert hat, der kann sich glücklich schätzen. Das ist wirklich ein toller Malt. Ja, Orma Anniversary Edition von Rinaldo Willi. 50%. Ein wirklicher Top-Schweizer Whisky, wie ich finde. Ich möchte bei diesem Video auch zwischendurch mal wieder darauf hinweisen, dass meine Eindrücke, meine Notes, das sind rein meine Eindrücke, das ist nur meine Meinung. Es kann gut sein, dass jemand anders das Ganze anders empfindet, das ist ja auch logisch. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Einfach, dass ich das zwischendurch wieder mal erwähnt habe. Ja, das war's zum Orma Anniversary Edition. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Like, kommentiert etwas, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr Input habt. Ihr habt vielleicht gesehen, dass es ein neues Intro gibt. Bin gespannt, wie das ankommt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch bitte. Ich würde mich freuen auf Unterstützung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.